Herzlich willkommen bei den Wettfreunden. So genug mit dem Lodderleben und all den Flickflacks in der Länderspielpause. Das Tagesgeschäft Bundesliga kehrt wieder zurück. Vierter Spieltag jetzt bei den Wettfreunden. Viel Spaß dabei. Vierter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hier sind die Wettfreunde. Großartig, dass ihr dabei seid. Ich grüße dich, Jan. Ja, hey Olli. Tag. Endlich wieder im Hauptstadtstudio zu endlich, gehen. Endlich wieder im Hauptstadtstudio, endlich wieder Bundesliga. Aber man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es langweilig geworden wäre über die Länderspielpause. Ja, eigentlich ja doch relativ schnöde, alles Programm, Testspiele, um nichts geht's. Ja, aber war doch dann doch eine ganze Menge geboten. Hm. Ja, ich sehe gerupft aus, aber guckt euch mal Hansi Flick an. Ja, und das Spiel gegen Frankreich ist ja noch nicht mal gelaufen. Insofern sind wir sehr gespannt auf den neuen Bundestrainer. Aber mal gucken, was noch geflickt oder repariert werden kann. Vielleicht lassen sie Rudi dann gar nicht mehr weg oder... Sandro Wagner. Ja, oder hier der Lodder darf nochmal. Der Lodder, ja. Ja, aber Sandro Wagner ist vielleicht eigentlich. Wir sind in einer Zeit angekommen, in der Lodder nicht mehr die schlechteste Lösung zu sein scheint. Ja, ja. So weit ist es gekommen. Peter Neururers Wagen wurde natürlich auch schon an der DFB-Geschäftsstelle gesichtet. Ja, Peter Neururer ist immer ein ganz heißer Kandidat, ja, aber er selber hat natürlich den Staffelstab gleich weitergegeben. Peter wünscht sich Felix Magath, hat er gesagt. Oh, Felix Magath. Und ja, das ist doch zumindest eine schöne Strafmaßnahme für die nicht so erfolgreichen Bundesligaspieler zuletzt, die das Nationaltrikot tragen durften. Hm. Ja, und natürlich auch für die ganzen Legionäre. So, bevor wir jetzt zu den Top-Veranstaltungen mit den aktuellen Bundesligisten kommen, noch eine kurze, ein kurzer Hinweis für euch. Ihr werdet es ja mitbekommen haben, die NFL-Saison hat begonnen. Insofern eine große Freude, dass Hail Mary wieder läuft. Ja, die ganzen Vorschauen, Predictions für die 8 Divisions sind ja schon gelaufen. Im Moment der Hangover zur Week 1 mit einem Rückblick. Ja, am Freitag kommt dann die Vorschau auf die neue Runde Week 2. Schaut es euch unbedingt an. Ja, Flo Hauser als versierter NFL-Experte. Jonas Georgi ist auch wieder dabei. Hail Mary natürlich ganz klar die Nummer 1, wenn es um Tipps zur NFL geht. Ja, die Nummer 2 hat jetzt das Topspiel vor der Brust im eigenen Stadion in der Bundesliga. Die Bayern haben sich ja nicht viel zu Schulden kommen lassen, haben aber ein bisschen zu wenig Tore geschossen. Zumindest im Vergleich zur Werkself, die jetzt in der Allianz Arena gastiert und zwar als Tabellenführer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, 5:1 gegen Darmstadt hat dann zur Tabellenführung gereicht. Ja, aber das hatten wir ja beide Tipps in der Tendenz auch richtig. Ja, und die Bayern haben es geschafft, mal wieder in Mönchengladbach zu gewinnen. Das ist ja auch schon mal eine Leistung, die Tuchel da vollbracht hat. Könnte natürlich auch Bayern vielleicht auch ein bisschen knapp. Ja, aber Bayern gegen Bayern, absolutes Spitzenspiel. Jetzt schon am Freitag, zu ungewohnter Zeit. Aber freuen wir uns natürlich sehr drauf. Ja, Leverkusen nicht ganz so glücklich über den Termin. Immerhin der ein oder andere Legionär, der dann erst auf dem allerletzten Drücker von der Länderspielreise kommt. Die südamerikanische Fraktion klein, aber oho, ja, waren sie jetzt nicht so begeistert. Bayern dürfen sich dann freuen, dass sie zur Champions League noch ein bisschen Luft haben, ja, wenn es dann losgeht. Manchester United ja eine sehr, sehr schöne Aufgabe zum Auftakt, dann auch zu Hause. Ja, wenn es nach den Wettanbietern geht, gehen sie gänzlich ungerupft in diese Partie, verlustpunktfrei in der Bundesliga. Ja, mit einer 1,6 doch relativ klar favorisiert, unentschiedene 4,9. Ja, und für die Ballermänner vom Rhein eine 4,7, wenn es denn für einen Auswärtssieg reichen sollte. Ja, Auswärtssieg. Leverkusen trauen wir in dieser Saison natürlich bei den Bayern zu, weil wer deutscher Meister werden will, der muss natürlich auch in München gewinnen oder dort wenigstens einen Punkt holen. Aber eigentlich halte ich auch die Bayern dafür klar favorisiert. Also das Spiel wird normalerweise 3:1 ausgehen. Aber ja, Leverkusen jetzt auch mit ein paar Verletzungssorgen. Arthur hat sich da übel wehgetan und ja, auch den Kapi jetzt auch gerade noch fit geworden. Und ja, bei den Bayern müssen wir mal schauen, ob ihnen nicht doch so der verpatzte Deadline-Day da noch auf die Füße fällt. Mein Tipp hier, ein 1:1 Unentschieden. Ein salomonischer Tipp von Jan. Ziemlich forsch rausgepresst. Ich habe ja meine ganzen Statistiken noch gar nicht bekannt gegeben. Ja. Und, Leverkusen kann ja gegen die Bayern gewinnen. Ja, das weiß vor allem Julian Nagelsmann. Der hatte ja in seiner am Ende doch überraschend kurzen Amtszeit an der Isar sein letztes Spiel eben gegen Leverkusen absolviert. War zwar in der Bayer Arena, ja, aber immerhin, damals 2 Elfmeter haben genügt, um die Bayern 2:1 zu bezwingen. Und seitdem stümpert Tuchel da doch so ein bisschen rum. Ja, ja. Wir sind natürlich alle überzeugt, dass er da den Turnaround noch schaffen kann. Ja, aber bis jetzt ist es definitiv noch nicht so weit, auch wenn die ersten 3 Spiele standesgemäß gewonnen wurden. Aber nicht durch die Bank wirklich überzeugend. Ja, nicht überzeugend und vor allen Dingen eben auch nicht die ganz großen Gradmesser, wenn man sich das anschaut. Ja, in Bremen gewinnen sie ja sowieso immer, ja, zumindest in den letzten 20 Jahren gegen Augsburg, auch nicht die ganz große Übung. Sicherlich eine kleine Meisterleistung gegen die Gladbacher Fohlen zu gewinnen, bin ich ihnen auch sehr dankbar, weil für mich nicht besonders viel ging am dritten Spieltag in Sachen Tipps. Ja, aber ja, dieser Ergebnistipp 2:1 für die Bayern hatte ich ja
kurioserweise auf dem Zettel. Ja, und eine fast zweistellige Quote hat mich doch da so ein bisschen gerettet und ja, die ganzen Schäden etwas ja, reduziert. Und ich habe dafür ganz okay getippt. Ja, Jan hat natürlich wieder absolut solide, ja, wie man ihn kennt, unsere Maschine von den Wettfreunden hier im Hauptstadtstudio. Schön, dass er es wieder einrichten konnte. Ja, jetzt 1-1 halte ich nicht mit, ja. Ich glaube, da ist durchaus eine Überraschung drin, obwohl eigentlich immer, wenn Bayern und Leverkusen zuletzt als auf den Tabellenplätzen 1 und 2 gegeneinander antraten, so oft war es ja nicht. Aber wenn eben, in den letzten 7 Fällen haben dann die Bayern auch immer gewonnen. Hm. Ja, das heißt, ja, so Spitzenspiele liegen nun mal dem deutschen Rekordmeister deutlich mehr. Deswegen ist er ja der deutsche Rekordmeister und Leverkusen ja, hat, glaube ich, 1988 mal den DFB-Pokal gewonnen. Ein bisschen ist es her, ja, und Leverkusen bis jetzt eben auch zweimal mit 3 Siegen gestartet im 10-Jahres-Rhythmus, ja, also das sehr beeindruckend, 2003 war es, 2013, jetzt 2023 wieder, aber in den ersten beiden Fällen haben sie eben das 4. Spiel nicht gewonnen, ja, wohingegen, ja, die Bayern eben, wenn sie dann schon die ersten 3 Spiele gewinnen, dann gewinnen sie den Rest auch, ja. In 14 der letzten 17 Fälle, in denen das eben so gewesen ist, dass sie mit 9 Punkten gestartet sind, sind sie dann eben auch Meister geworden, ja. Und letztes Mal, dass es nicht geklappt hat, war 1996. Hm. Das ist wirklich, ja, dann doch schon eine ganze Weile her. Aber, ja, die Bayern haben mich bis jetzt nicht so überzeugt. Leverkusen hat natürlich auch nicht die ganz großen Prüfungen, wenn man mal von Leipzig absieht zum Auftakt. Das war aller Ehren wert, ja, aber war dann schon ein bisschen wackelig. Eine fast perfekte erste Halbzeit, zweite Halbzeit haben sie dann eben auch Glück gehabt. Ja, und ja, dann haben sie richtig dem Affen Zucker gegeben, wie eben zuletzt gegen Darmstadt. Ich glaube, die haben im Moment richtig Spaß. Mhm. Und die Bayern sind eben noch nicht wieder die Bayern. Ich glaube, darauf kann man sich doch einigen. Und insofern, ja, muss man die Chancen nutzen, die Feste feiern, wie sie fallen, und gegen die Bayern tippen, wie es möglich ist. Ein 3-1 für Leverkusen, sage ich. Quote von 35. Denn 1-1 gibt gerade mal eine 10. Ja, und, sehr gefährlich, Olli. Ja, könnte torreich werden, wenn man sich die über 2,5 Tore Wette anschaut. Ja, das passt jetzt nicht zu deinem Tipp, gibt es gerade mal eine 1,3 dafür. Ja. Selbst ab dem 4. Treffer nur eine 1,75. Insofern bin ich da noch am untersten Rand mit meinem ja, kleinen Kantersieg für die Gäste. Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass beiden Teams die Länderspielpause ein bisschen zu schaffen machen wird. Und ich glaube, das wird eher eine Veranstaltung mit angezogener Handbremse. Daher rührt mein Tipp auch. Ja, aber ich traue den Leverkusen dann durchaus da auch einen Punktgewinn in München zu. Gegen die Bayern zu tippen, diesen Wahnsinn, den mache ich nur 1-3 Mal in der Saison. Ja, und den hast du ja schon vergeblich versucht. Den ersten habe ich schon verschossen. Aber apropos angezogene Handbremse, was macht denn der wunderbare BVB? Der wunderbare BVB hat eine richtig grottenschlechte zweite Halbzeit gegen Heidenheim gespielt. 2-2 zu Hause, das ist natürlich, also wenn man denkt, der DFB hat da rumorte schon, dann sollte man mal beim BVB nachschauen. Also das ist für die Stimmung der Fans natürlich ganz schlecht gewesen. Und ja, Edin Terzic ist ein absolut netter, sympathischer Typ, aber es mehren sich doch die Stimmen, wo man auch da in Dortmund mal anfängt, über den Trainer nachzudenken. Und hätte Hans-Joachim Watzke diese Woche nicht so viel zu tun gehabt. Naja, wer weiß. Ja, SC Freiburg hat sich allerdings auch nicht mit Ruhm bekleckert. 0-5 gegen Stuttgart verloren, also in Stuttgart. Das, ja, vielleicht entwickelt sich der VfB ja doch noch zu einer Überraschungsmannschaft. Die Saison zu Hause läuft ja für die Schwaben meistens, ja. Und ja, der SC Freiburg läuft auch so ein bisschen den Erwartungen hinterher. Ist das jetzt schon ein kleines Krisenduell am... Ja, aus Freiburger Sicht würde ich es jetzt nicht sagen. Ja, also dieses 0-5 in Stuttgart, das war natürlich schon ein kleiner Hammer. Ja, weil davor hatten sie ja wirklich immer gegen Stuttgart gewonnen. Ich glaube, 6 oder 7 Mal in Folge. Ja, und spricht schon dafür, dass beim VfB zumindest es in der heimischen Mercedes-Benz-Arena positive Entwicklungen zu vermelden gibt. Mhm. Da geht es eben nicht mal gegen Bochum so deutlich, sondern an einem guten Tag. Ja, und die Freiburger haben echt nicht damit gerechnet. Ja. Ich glaube, das war auch da ein ganz entscheidender Faktor, ja, dass sie da doch ja, zu optimistisch und doch unbesorgt gewesen sind. Werden sie jetzt auch den BVB unterschätzen? Das glaube ich nicht, ja. Aber wo für Freiburg noch nicht viel passiert ist, mit 6 Punkten nach 3 Spieltagen stehen sie ja ganz ordentlich da. Ja. Aber Dortmund hat jetzt eben mit 5 Punkten nach 3 Spieltagen, das ist ja ein Start, den sie das letzte Mal vor 14 Jahren so in den Sand gesetzt haben. Ja. Sie sind ja noch ungeschlagen einerseits, ja, aber ja, prinzipiell, wenn man sich das anschaut, erst einmal im Laufenkalender, ja, haben sie jetzt 2 Spiele ohne Sieg absolviert, ja, und eben, das sind ja jetzt keine Übermannschaften, gegen die sie da jetzt wirklich nicht gut ausgesehen haben. Gegen Köln haben sie ja noch riesen Glück gehabt zum Auftakt, hätten sie ja auch verlieren können, wenn es normal gelaufen wäre, sage ich mal, ja, wenn die Geisberger ihre Chancen genutzt hätten. Dann kurz vor Schluss haben sie dann ja, den Lucky Punch gesetzt. Dann das Unentschieden in Bochum.
war jetzt auch nicht unglücklich aus Sicht des BVB, ja, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. Ja, und gegen Heidenheim, das ist typisch Dortmund einfach. Ja. Führen nach einer Viertelstunde mit 2-0. So. Können sich danach aussuchen, wie hoch sie es gestalten zur Halbzeit. Ja. Haben sich dann eben ausgesucht, dass sie es mal so lassen. Ja. Mhm. Und ab dann können sie froh sein, dass sie dann auch da wieder mit dem Punkt rausgegangen sind. Ja. Ja, ganz einfach gegen Dortmund Tor zu schießen. Man braucht den Ball hier nur lang und weit nach vorne hauen und dann hauen sie sich die Dortmunder mir fast schon selber ein. Ja, ich würde die These aufstellen, dass Freiburg das auch kann. Mhm. Ja. Wettanbieter haben Zweifel. Dortmund favorisiert mit einer 2,1. Ja. Einerseits eine relativ hohe Quote für einen beinahe Meister des Vorjahres, ja, aber wenn man sich die Auswärtsperformance der Dortmunder anguckt, dann eben schon nicht durch die Decke gehend, ja, da schon eher ein Remis für eine 3,8 oder ein Freiburger Sieg für eine 3,3. Okay, Dortmund ist jetzt die letzte Mannschaft, die in Freiburg da richtig marodiert hat. Ja. Die Abwehr des Sportclubs funktioniert ja nur in der Fremde nicht, wie man jetzt, oder bisweilen nicht in der Fremde, wie man in Stuttgart gesehen hat. Zu Hause haben sie halt tatsächlich in den letzten 17 Heimspielen gerade mal 10 Gegentore geschluckt, nie mehr als eins. Ja. Und das 18. Spiel, wenn man so weit zurückgeht, das war ja damals die vorherige Heimpremiere gegen Dortmund. Waren sie auch gut im Rennen. Dortmund damals dann auch glücklich nach 3-1 gewonnen. Ja. Nach so einem kapitalen Tormann-Fehler, glaube ich, war es zum Ausgleich. Ja, danach lief es dann etwas besser. Ja, damals ein 3-1-Sieg und die letzten drei Duelle gingen eben alle an Dortmund. Auch sehr solide, 5-1 und 5-1, aber die anderen beiden eben jeweils zu Hause, ja, wo man eben gegen Freiburg schon mal mehr treffen kann. Ja, dein Tipp bitte. Ja, es wird eine knappere Kiste, aber ich denke, Dortmund schafft da nochmal den Turnaround und gewinnt das Spiel in Freiburg mit 2-1. Also, ja, gibt eine Quote von? 9,1. Auch noch einstellig, muss man nicht folgen, ja. Also spielerisch spricht da relativ wenig dafür eigentlich. Das war schon offenbarungseid in der zweiten Halbzeit gegen Heidenheim, aber der Kader der Dortmunder ist ganz gut besetzt und das muss Terzic jetzt hinkriegen. Ansonsten ja, das ist Terzic in höchster Gefahr, ja, jetzt besonders, wo Hansi Flick wieder auf dem Markt ist. Kann ja quasi alles passieren von jetzt auf gleich. Gute Idee ist es vielleicht, Haller einzusetzen, ja, der in jedem der letzten vier Duelle gegen den Sportclub getroffen hat. Ja, und Streich generell mit einer sehr schlechten Bilanz gegen den BVB. Mhm. Ja, 16 seiner 21 Vergleiche hat er tatsächlich verloren. Also das liegt ihm jetzt nicht so. Ja, aber Dortmund auswärts und gerade im Moment, das ist mir dann doch zu heikel, da auf den BVB zu tippen. Ich habe schon gegen Bochum nicht gemacht, ja, und bin damit sehr gut gefahren. Und ja, damals war das 1-1 sehr gut quotiert, diesmal nur eine 7,4 im Vergleich etwas niedriger. Aber ich würde es nochmal probieren. Ja, also ich habe in dieser Saison noch nichts Überzeugendes von Dortmund gesehen und nichts deutet für mich darauf hin, dass da jetzt dieser Turnaround unmittelbar bevorsteht, ja, und schon gar nicht im Breisgau. Der Sportclub wird was wieder gut zu machen haben. Ja. Und wenn ich mich entscheiden müsste, Head-to-Head, würde ich eher auf den Heimsieg gehen. Aber unentschieden, ja, das kann man den Dortmunder dann schon mal gönnen. Nachvollziehbar, Olli, alles sehr nachvollziehbar. Dann gucken wir mal, was Bochum und Frankfurt veranstalten werden. Bochum, weil ja beide Teams auch unentschieden gespielt am letzten Spieltag. Bochum 2-2 in Augsburg, Frankfurt 1-1 gegen Köln. Ein Ergebnis, was ich haargenau richtig getippt habe. Schiedlich friedlich für unsere Kollegen. Ja, die Hessen haben mich die Saison auch noch nicht richtig überzeugt und die Bochumer, ja, machen halt, was die Bochumer machen, kämpfen sich da unten im Abstiegskampf einen ab. Ja. Wie sieht es denn hier aus? Heimspiel. Heimspiel, erstmal gute Voraussetzungen, was mitzunehmen, ja, aber Frankfurt trotzdem leicht favorisiert, sage ich mal, mit einer 2,35, unentschieden 3,6. Bochum mit 2,95, ja, dabei spricht statistisch jetzt nicht so wahnsinnig viel für die Hessen, ja. Sind ja so ein bisschen glücklich bis jetzt durchgekommen, muss man ja ehrlich sagen. Ja, 1-0 gegen Darmstadt zum Auftakt, das war noch nicht das Gelbe vom Ei, ja, aber dann eben der einzige Sieg. Dann 2-Punkte-Teilungen gegen Mainz und Köln und jeweils eben erst sehr spät zurückgekommen, waren sie eigentlich ja doch in beiden Fällen schon auf der Verliererstraße. Insofern ist es doch dann mehr als passabel, dass sie bei 5 Punkten stehen. Ja, hat sich schon gezeigt, dass die Offensive jetzt durch die Transfermaßnahmen nicht stärker geworden ist. Ja, gibt sicherlich die Möglichkeit, die Abgänge von Lindström und natürlich gerade Kolumani durch mannschaftliche Geschlossenheit zu ersetzen. Ein oder andere Spieler wartet darauf, in die Breche zu springen. Ja, aber im Moment ist es noch nicht so doll. Was eben ganz gut funktioniert, ist die Abwehr, ja, im Vergleich zur Vorsaison. Da sind sie etwas stabiler und das werden sie in Bochum auch brauchen, weil Bochum mit 2 Punkten jetzt einerseits nicht so ganz dick im Geschäft, ja, aber letzte Saison hatten sie ja die ersten 6 Spiele alle verloren, ja, und dann am 9. Spieltag erst den ersten Sieg überhaupt gefeiert, aber den dann eben gegen Frankfurt, ja, und den nicht irgendwie, sondern souverän mal eben mit 3-0. Und das war auch kein Zufall, ja, weil
Vereinsrekord. Gegen Frankfurt feierte Bochum schon 25 Siege insgesamt in der Bundesliga, 20 davon daheim. Und in 4 der letzten 5 Heimspiele blieben sie gegen die Hessen sogar gänzlich ohne Gegentor. Ja, entsprechend natürlich nur eine Niederlage kassiert in diesem Zeitraum. Frankfurt tut sich da notorisch schwer. Ja, waren ja generell jetzt auswärts so mit mehr Schatten als Licht, würde ich sagen. Ja, und Bochum zwar am Anfang richtig debakelt mit 0:5 in Stuttgart, aber spätestens seitdem den Freiburgern das eben auch passiert ist, hat sich das ja etwas relativiert. Danach ein sehr vorzeigbares Heimspiel gegen Dortmund, 1:1, wie gesagt. Ja, und in Augsburg zweimal zurückgekommen nach dem Rückstand. Einen mehr als verdienten Punkt mitgenommen, würde ich sagen. Ja, also da brauchen sie sich nicht verstecken mit ihrer Form. Ich hatte es ja prophezeit, dass ich ihnen zutraue, ja, eine relativ unbesorgte Saison zu spielen. Darauf deutet jetzt nur bedingt der Punktestand hin bisher. Ja. Aber kann ja noch kommen. Ja. Und was denkst du denn, wie es ausgeht? Ja, ich traue das dem Bochum mal nicht zu, deine unbedrängte Saison zu spielen. Also die nehmen den Abstiegskampf schon direkt an. Und ich denke, das ist auch richtig, dass es am Ende reichen könnte. Was machen wir jetzt draus? Frankfurt tut sich in Bochum schwer. Habe ich auch letztes Jahr auch schon gemerkt, dass es mir mein Tipp da ein bisschen vermasselt hat. Allerdings ist Frankfurt nicht so schlecht, dass sie da verlieren müssen. Bochum jetzt auch nicht so gut, dass sie jetzt Frankfurt schlagen müssen. Ich nehme hier das 1:1 unentschieden. Zu einer Quote von 6,6, ja, ruft sich Bochum auf die Unentschieden ein. Ja, wäre jetzt nicht das Erfolgsrezept, um die Klasse zu halten, aber natürlich besser als verlieren. Ja, aber, ja, ich sehe natürlich hier Erfolgsfaktor Asano auf Seiten der Bochumer. Ja, den kennt jetzt in Deutschland jeder. Ja, mit breiter Brust kehrt er zurück. Ja, und in Augsburg hat er auch schon doppelt getroffen, jetzt am 3. Spieltag. Das heißt, er ist wirklich in guter Form. Jetzt fehlt nur noch ein dritter Treffer, um einen ewigen Saisonrekord aufzustellen. Ja, ich würde prophezeien, dass er das in dieser Saison schafft. Vielleicht ja schon gegen Frankfurt. Letztendlich ist es mir egal. Hauptsache 2:0 am Ende für die Gastgeber. Ja, also Frankfurt hat mich noch nicht so überzeugt. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Weiß nicht, ob Topmöller jetzt die Lösung ist. Ja, wären zwar jetzt schon Serien zusammengesponnen, ja, weil er eben dreimal ungeschlagen geblieben ist und sein Vater einstmals, glaube ich, 8-mal zum Auftakt mit der Eintracht. Aber so weit wird es in diesem Fall nicht kommen. Ja, da haben mich die Leistungen zu wenig überzeugt. Eigentlich hätte sie es schon am 2. oder 3. Spieltag erwischen müssen. Und in der Verfassung, in der sie sich gezeigt haben, werden sie in Bochum verlieren. Okay. Halte ich nicht für ausgeschlossen, aber tippe ich trotzdem nicht. Heidenheim gegen Werder Bremen haben wir jetzt noch zum Abschluss unserer ausführlichen Besprechung. Ja, Heidenheim 2:2 in Dortmund hat gegen Dortmund gespielt, wie man gegen Dortmund spielen muss. Immer schön auf die Füße treten und ansonsten lang und weit und vorne hilft der liebe Gott. Ob der liebe Gott oder wer auch immer jetzt auch gegen Bremen hilft oder Kleindienst verrichtet wird, müssen wir mal schauen. Ja, Bremen hat sich aber mit dem 4:0 gegen Mainz auch ganz gut geschlagen, den Füllkrug-Abgang da wunderbar kompensiert, sodass das eigentlich eher weniger ein Thema wurde. Ja, aber wenn Heidenheim einen Punkt in Dortmund holt, können sie zu Hause auch gegen Bremen gewinnen. Gibt es da den ersten Saisonsieg? Was denkst du? Ja, die wird dann wieder sehr optimistisch mit einer 2,35. Ja, also das spricht einiges für das Team von der Brenz. Eine 3,7 unentschieden, Auswärtssieg Werder eine 2,9. Ja, waren ja letztes Jahr zwischenzeitlich oder gerade zu Beginn auswärts sehr stark. Ja, dann hat das natürlich ein bisschen nachgelassen. Der Fremde, die letzten 4 Auswärtsspiele haben sie jetzt alle verloren. Ja. Wenn auch knapp, 0:1 in Freiburg zum Auftakt, ja, letzte Saison dann noch 0:1 bei Union am 34. Spieltag davor, 2:1 Schlappen, Schalke und Leipzig, ja, eben völlig egal, ob jetzt Absteiger oder Champions League, sahen da jeweils nicht gut aus. Ja, die Konstanz, ne? Die Konstanz. Ja, na, die war ja gegeben, sie haben ja immer verloren, ja, aber Konstanz ist das richtige Stichwort. Frank Schmidt ist nämlich zum Zeitpunkt des Anpfiffs oder an dem Tag des Duells exakt 16 Jahre im Amt. Ja, das sind dann quasi Rehagel-Dimensionen und den bräuchte man natürlich in Bremen auch wieder zurück, um sich in eine Situation zu versetzen, in der man nach Heidenheim fahren kann als Favorit. Das 4:0 hat natürlich jetzt gegen Mainz sehr vieles einfacher gemacht. Ja, sie hatten ja wirklich saisonübergreifende sehr lange Durststrecke. Ja, das waren ja jetzt nicht nur die ersten Spiele, die man kann ja gar nichts sagen, ja, dass sie sich zu Hause von Bayern vermöbeln lassen haben. So what, ja, das kümmert keinen. Dann haben sie wirklich sehr unglücklich in Freiburg verloren. Hätten sie eigentlich einen Zähler mitnehmen können, ja, gerade wenn man sich eben den späten Zeitpunkt des goldenen Treffers anguckt und dass sie ja doch relativ passabel für eigene Verhältnisse gespielt haben, ja, und dass sie dann gegen Mainz so einen raushauen, das ist sehr respektabel, ja, zumal ja die Befürchtung da war, dass nach dem späten Füllkrug-Abgang so ein bisschen so eine Lethargie sich der Mannschaft bemächtigt. Ja, immer wieder für Überraschung gut, ja. Im Positiven wie im Negativen. Ja, in dem Fall im Positiven, ja, 4 Tore, 4 verschiedene
Torschützen, das macht doch auf jeden Fall Mut. Ja. Und den brauchen sie jetzt aber eben auch in der Pause. Jetzt haben sie sogar noch gegen Gladbach ein Testspiel mit 1-0 gewonnen. Ja, aber gut, ich weiß nicht, wie groß da jetzt die Aussagekraft ist. Naja, ich weiß auch nicht, ob Bremen jetzt wirklich Angst vor dem Aufsteiger haben muss. Aber ob sie sie haben oder nicht, das wird sich rächen. In Heidenheim gewinnt 2-1 und fährt den ersten Bundesliga-Heimsieg ein. Und da ist Bremen dann auch wieder für eine Überraschung gut, zumindest als dabei gewesen zu sein. Eine Quote von 9,3 dafür und Bremen hat einen Grund, besorgt nach Heidenheim zu fahren. Ja. Sie konnten da ja noch nie gewinnen. Ja, also sie haben sich ja in der Relegation gegenübergestanden. Das hat man ja schon verdrängt, weil das so Grottenkicks waren. Ja, 2019-20 war es damals 0-0 an der Weser und dann 2-2. Ja, da fehlen ja die Tore dann auch schon, als man schon abgeschaltet hat. Ach, die kennen sich auch aus der zweiten Liga, ja. Ja, 2-2 damals. Ja. In der zweiten Liga haben sie sich auch duelliert. Ja, damals Bremen zu Hause ganz klar mit 3-0. Heidenheim aber Heimsieg gefeiert. 2-1. Generell ja war die heimstärkste Mannschaft der zweiten Liga im vergangenen Jahr, nur gegen St. Pauli verloren, in der Phase, als St. Pauli ja wirklich alles weggehauen hat. Und die Heimstätte ist eben da die Basis des Erfolges. Und ich gehe auch davon aus, dass sie gewinnen. Ja, und nachdem sie gebranntes Kind sind, gegen Hoffenheim waren sie ja quasi schon auf der Siegerstraße mit dem 2-0 Vorsprung und dann unter völlig mysteriösen Umständen das dann noch abgegeben. Ja, ich glaube, sie werden diesmal versuchen, auf Nummer sicher zu gehen. Und gewinnt deswegen nicht nur 2-1, sondern 3-1. Oh. Ja. Und dafür gibt es dann gleich eine 17. Ne? Und das würde ich hier mal nehmen. Das ist mir zu hoch, Olli. Aber für Unterhaltung ist gesorgt. Und wir unterhalten euch gleich auch weiter in der Steinradrunde. Die Schnellreiterrunde zum vierten Bundesligaspieltag mit Leipziger Verletzungssorgen, jetzt gerade noch neu reingekommen. Und ja, der FC Augsburg tritt da an, sollte aber dennoch kein Problem werden für die Leipziger. 4-0 hier mein etwas mutiger Tipp, Lecker 3-1. Aber was gibt denn die 4-0? Es gibt eine Quote von 11, ja, und wenn das für ein 4-0 nur eine 11 gibt, ja, dann lässt das schon erahnen, wie die 3-Wege-Quoten aussehen. Mhm. Gerade mal eine 1,2 für einen Heimsieg der Leipziger. Unentschieden 7,7, Auswärtssieg für die Fuggerstädter eine 13. Aus statistischer Sicht kann man das aber gleich lassen. Ja, 7-mal waren sie zu Gast in der Red Bull Arena. 6 Niederlagen, immerhin ein Unentschieden. Ja, aber an Siege waren da nun wirklich nicht zu denken. Haben ja generell nur eines von 14 Bundesliga-Duellen gewonnen. Gegen Leipzig hatten sie noch eine Chance, als die Sachsen der dritten oder vierten Liga gekickt haben und sie sich da im DFB-Pokal begegnet sind. Ja, das waren die Sternstunden des FCA. Aber die kommen wahrscheinlich nicht so schnell wieder. Ja, jetzt wieder, ja, wie gewohnt, Augsburg relativ holprig in die Saison gekommen. Keine guten Voraussetzungen, um in Leipzig zu bestehen. Ja, Sachsen haben ja gerade die Monsterserie von Union beendet und nicht irgendwie, sondern mal eben mit einem 3-0 an Erfolg an der Alten Försterei. Das klingt schon danach, als würde es für Leipzig ziemlich weit hochgehen in dieser Saison. Ja, und insofern bin ich jetzt auch nicht so weit weg von deinem Tippen. 4-1 nehme ich ja Augsburg wenigstens mit Ehrentreffer und gibt dann 14. Ja, 4-0, 4-1 wahrscheinlich, 3-1 auch wahrscheinlich. Ja. Und das ohne Dani Olmo, der sich ja verletzt hat, aber ja, gegen Augsburg geht es auch ohne. Ja, okay. Ja, denke ich auch. Wolfsburg Union, beide Mannschaften können überraschenderweise doch noch verlieren, wie der letzte Spieltag gezeigt hat in Hoffenheim oder wahlweise gegen Leipzig. Eigentlich sind da Tore garantiert, ich tippe hier aber trotzdem mal ein 0-0 unentschieden. Ich rechne damit mit einem etwas müden K.O.-Kick. Eine 7,7 gibt es für deine trostlose Nullnummer. Ja, unentschieden auch jetzt nicht durch die Decke ging mit einer 3,5. Hm. Unioner Auswärtssieg 3,2. Das heißt, für die Wölfe fällt die Favoritenstellung ab. Eine 2,3 gibt es dafür. Ja, und ja, so ein paar Hinweise gibt es vielleicht schon für 0-0. Ja, Geraldo Becker war ja der Topscorer für Union in letzter Zeit gegen die Wölfe. In 3 der letzten 5 Spiele gegen die Niedersachsen hat er getroffen. Aber der ist ja nun im Moment verletzt, ja, und wie die anderen von der Länderspielpause zurückkommen, in beiden Lagern muss man erstmal abwarten. Auf jeden Fall, du sagtest es, zuletzt nicht so ein schönes Ende für beide Mannschaften. Union ja doch richtig gerupft, nachdem sie so lange zu Hause unantastbar waren und dann ausgerechnet von ihrem Lieblingsgegner RB Leipzig ja am Ende so ein bisschen vorgeführt zu werden. Das war natürlich ärgerlich. Ja. Könnte daran liegen, dass sie ständig rote Karten kriegen. Ja, Volland jetzt auch. Ja, 3 Platzverweise gab es in der noch jungen Saison, 2 davon für Union. Ja, das macht es natürlich alles nicht einfacher. Und in Wolfsburg ist es generell ja nicht so einfach. Haben ja da noch nie gewinnen können, so eine ähnliche Bilanz wie Augsburg in Leipzig. Ja, 4-mal waren sie zu Gast beim VfL. Ein einziges Unentschieden haben sie bis jetzt mitgenommen. Andererseits haben mich die Wölfe bis jetzt auch nicht so mega überzeugt, ja gerade in
gegen Hoffenheim in Hoffenheim hatten sie ja doch die Chance auf einen 9-Punkte-Start ja da so richtig vorzulegen. Ja, und dann war es wie in der letzten Saison. Ja, immer wenn sie so eine Chance hatten, da richtig sich zu belohnen, haben sie es dann eben verbockt, ja, wie eben das internationale Geschäft am 34. Spieltag. Und das sind keine guten Voraussetzungen für einen Sieg, deswegen gehe auch ich aufs Unentschieden, aber ein 1:1, ja, damit man was zu sehen bekommt. Quote von 6,2. Ja, eigentlich sind da schon Tore garantiert, meinte ich ja auch. Aber na, ich glaube, beide Mannschaften haben da noch ein bisschen zu knapsen. Mainz gegen Stuttgart, ja, Mainz 0:4 in Bremen verloren, Stuttgart 5:0 zu Hause gegen den SC Freiburg gewonnen. Jetzt geht es allerdings auswärts ran für die Schwaben, das ist nicht ganz so einfach wahrscheinlich in Mainz, aber Tore sind garantiert. Ich sage 2 auf beiden Seiten, 2:2 Unentschieden im Endeffekt. Bringt eine 12, über 2,5 Tore, nur eine 1,7. Das heißt, das riecht wirklich nach Toren. Ja, und die könnten sich auch tatsächlich sehr ausgeglichen verteilen, wenn es nach den Wettanbietern geht. Unentschieden 3,6, ja, und fast identische Siegquoten, Mini-Vorteile für den FSV mit einer 2,55. Auswärtsquote Stuttgart 2,7. Ja, und Stuttgart ja wirklich jetzt nicht als sonderlich auswärts stark bekannt, auch gerade aus der Vorsaison nicht, ja, wie zum Beweis. Der Beginn dieser Saison ja zu Hause 2:5-0 Siege und ja, dazwischen eine 1:5-Klatsche in Leipzig. Ja, aber das letzte Gastspiel in Mainz hatten sie eben mit 4:1 gewonnen. Ja, wow. Auf der Zielgeraden in der letzten Saison dann schon mit Hoeneß an der Seitenlinie da. Seitdem ticken die Uhren ja da schon ein bisschen anders. Ja, und Mainz auch längerfristig so ein Punktegarant. Seit 6 direkten Duellen sind die Schwaben ungeschlagen. 4 Siege, 2 Unentschieden. Und Mainz hat ja nun keinen Lauf. Ja, seitdem sie in Dortmund da Ärger gemacht haben, ist es wieder noch ein Stückchen schlechter geworden als vorher schon. Inzwischen seit 8 Spieltagen sieglos, 6 Niederlagen, 2 Unentschieden. Ja, und da traue ich ihnen jetzt gegen aufstrebende Schwaben nicht mal ein Unentschieden zu. Ein 2:1 Sieg für die Gäste zu einer Quote von 10 nehme ich hier. Ach, dann holen die auswärts auch mal was, wäre ja dann vielleicht auch mal. Ja, ich glaube, das kann was werden. Das kann was werden. Ja, Hoeneß macht dort echt gute Arbeit. Müssen wir uns mal notieren. Vielleicht kann der ja irgendwann auch mal einen anständigen Trainerposten übernehmen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, liebe Stuttgart. Köln gegen Hoffenheim. Köln 1:1 in Frankfurt. Hoffenheim 3:1 gegen Wolfsburg. Ja, da traue ich den Geisböcken mal auch endlich mal einen Sieg zu. Zu Hause 2:1 gegen Hoffenheim. Das sollte doch im Rahmen des Möglichen sein. Bringt eine Quote von 11. Ja, und die Geisböcke tatsächlich favorisiert mit einer 2,3. Unentschieden 3,7, Auswärtsquote auf eine 3,0. Ja, aber Köln hat tatsächlich nur eins der letzten 14 direkten Duelle für sich entscheiden können. Wird Zeit. Auch in Köln ist die Bilanz ziemlich besorgniserregend. Ja. Letzten 7 Heimspiele waren, glaube ich, 4 Niederlagen und gerade mal 3 einfache Punktgewinne. Mhm. Hoffenheim liebt das Rheinland, also zumindest die Domstadt. Ja, wollen wir es nicht übertreiben. Und auch sonst sprechen die Statistiken eher dafür, dass Köln stark anfängt und Hoffenheim dann noch mehr aufholt. Ja? Denn Köln hat ja immer ganz gut angefangen. Ja, gegen BVB haben sie 88, 89 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht und dann aber verloren. Gegen Wolfsburg lagen sie in Führung, haben dann verloren. Gegen Frankfurt lagen sie auch in Führung, haben dann noch den Ausgleich zugelassen, kurz vor Schluss. Ja? Da scheint so eine kritische Phase zu sein. Und Hoffenheim in 3 der 4 Pflichtspiele lagen sie zurück und haben dann aber noch gewonnen. Ja, das 4. haben sie dann verloren, aber immerhin, ja, im Pokal in Lübeck haben sie es dann noch deutlich gemacht. Ja, und der Liga erst in Heidenheim sogar 0:2 aufgeholt, zuletzt dann gegen die Wölfe ein 0:1 in ein 3:1 umgemodelt. Ja, und ich glaube, damit werden sie jetzt auch in Köln wieder mal gewinnen. Ja, die Geisböcker haben schon wieder Verletzungssorgen. Ja, man dachte jetzt ja, sie können jetzt neu anfangen. Jetzt ist auch Selke fraglich, ob der jetzt rechtzeitig zurückkommt. Dann haben sie keinen vernünftigen Stürmer. Ansonsten, die Länderspielpause hätte es auch nicht besser gemacht. Ja, 2:1 Auswärtssiegquote von 9,2. Na, da tippen wir mal konträr. Ja gut, ja. Aber dann hast du dafür einen Auswärtssieg mehr als ich wahrscheinlich. Darmstadt gegen Gladbach haben wir noch zum Abschluss. Kann Darmstadt vielleicht auch in dieser Liga-Saison mal gewinnen? Ja, warum nicht jetzt zu Hause gegen Gladbach? 1:0 hier mein Tipp, because, ja, why not? Ja, und nur eine Quote von 6,6. Ja, so weit ist es mit den Fohlen gekommen. Trotzdem immer eine Favoritenstellung, wenn auch leicht am Böllenfalltor mit einer 2,35 für die Gäste. Heimquote 2,95. Unentschieden 3,7. Ja, zuletzt sind sie sich letztes Jahr im DFB-Pokal begegnet, in der 2. Runde, auch am Bölle. Ja, und damals mit dem besseren Ende für die Lilien, die 2:1 gewonnen hatten. Ja, und Gladbach ja generell extrem auswärtsschwach. Ja, diese Saison haben sie ja auch noch nicht viel geliefert. Das 4:4 in Augsburg war ja ein später Glücksfall. Ja, nachdem sie ja am Anfang die lief geschmiert, dann haben sie ihre deutliche Führung weggeschmissen. Dann gerade noch glücklichen Punkt geholt, dann Niederlagen gegen Leverkusen und die Bayern. Ja.
okay, kann passieren, ja, aber ist natürlich ein grausiger Saisonstart wieder mit einem von 9 Punkten. Und ja, saisonübergreifend haben sie eben gerade mal eins der letzten 20 Auswärtsspiele gewonnen. Dazu kommt, nach dem letzten Jahr haben sie eben gegen keinen Aufsteiger gewinnen können. Ja, weder Schalke noch Bremen waren zu packen, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Und ja, da ist es schon fast ein Zugeständnis an die Fohlen, dass ich hier nur von einem Unentschieden ausgehe. Anders als du tippe ich hier auf ein 1:1 zu einer Quote von 11. Auch schön. Ja, dann haben wir den Spieltag doch durchgetippt. Wie denkt ihr das? Was schreibt uns in die Kommentare? Wie gehen die Partien aus? Wer wird neuer Bundestrainer? Ja, es gibt viele zu besprechen, ja, und viele Möglichkeiten mal einzubringen. Spannend natürlich hier vor allen Dingen die Bundesliga-Resultate. Ich gebe alles, um Jan wieder etwas auf die Fersen zu rücken. Ja, der letzte Spieltag hat mir, wie gesagt, nicht gut getan. Ja, diesmal sind wir doch in einigen Punkten auch wieder auseinander. Mhm. Ja, das heißt, die Chance für mich, da Boden gut zu machen. Ja, vielleicht weist ihr mich vorher schon darauf hin, dass ich komplett auf dem Holzweg bin. Freue ich mich auch drüber. Ja, jeder Kommentar ist gern gesehen. Und ansonsten kann ich euch darauf verweisen, morgen sind wir mit der zweiten Liga am Start. Ja, und da bin ich nun wirklich richtig gut in Form. Letzter Spieltag 7 richtige Tipps. Chapeau. So kann es natürlich weitergehen.